Ja, hallo und herzlich willkommen übrigens bei unserem Video. Hier, ich bin wieder Timo und Tina ist wieder Bullybier und Erik ist diesmal Hackerin im Jungle. Ich habe leider schon meine Items verkauft, weil ich es aufnehmen verpeilt habe. Und wir haben gerade einen neuen Abonnenten gewonnen. Yay! Herzlich willkommen, Tino. Ja, wir haben 404 Abonnenten und oh, das müssen wir feiern. Kannst du ja das neue Video anschauen. Ich hätte Bock auf Kuchen. Komm mal. Heißt, LOL mit... Erstmal beschreiben. Dino. Schreib dir mal kurz, dass ich hier noch mal kurz einen deutschen Satz sag. Was? Halt die Schnauze. Die Aufnahme nehmen, wenn du das sagst. Yes, sir! 30 seconds until minions spawn. Ich will nicht den Namen zensieren. Hab ich keine Lust drauf. Also wenn sie jetzt schreibt, Namen zensiert, dass sie den Namen Chat ausblenden, einfach ab jetzt Chat ausblenden. Dann guckt euch einfach nicht den Namen an. Guckt einfach woanders genau hin. Was für ein Name eigentlich? Er ist wirklich krank, also... Haben wir mal Mitleid. Was? Er kommt aus Österreich. Er kommt aus Österreich, aus dem Land der sieben Zwerge. Ich bin der Sechste. Hinter den Alpen. Nee, nicht ganz. Gut, komm auf die Seite an, von der man guckt. Los hier ab. Und vielleicht haben wir noch einen englischen Abonnenten. Danke. Haben wir einen englischen Abonnenten bekommen? Hallo? Jinx? Jinx? Gna, ich hab Gna auf der Top Lane. Lol. What the fuck? Ich dachte, der geht links. Spot. Er hat doch gesagt, Riven geht Bot. Ich hatte recht. Er hat aus Spaß gesagt, Riven geht Bot. Das stimmt auch noch. Mensch, Leute, was geht mit euch? Ja, ich hab grad irgendwie ein bisschen gefailt, weil ich verpeilt hab, dass die Lane hier ist. Ja, was? Bot, Junge! Ich hab mich in ihn reingeflasht, dann war er verwirrt. Lol. Good job. Timo. I love my Timo. Bitte so ein hohes LOL. Ja genau, wir haben schon gesagt, Martin spielt heute nur Timo, damit er einmal genau counter kann, wenn jetzt jeder spielt. Das ist alles ich hab ihn nicht mal richtig counter, das ist einfach voll Idioten, hab ich ununterbrochen attackt. Warum attackt man denn den Timo ununterbrochen? Wo zum Teufel? Weil man genau ist. Ja, weil man denkt, man kann's. Genau. Macht wer ein Gag? Hallo. Erstmal Tina ist es. Ihr spielt gegen zwei Nahkämpfer, warum solltest du das überhaupt? Weil es extrem OP ist. Du weißt, was Fiora auf der Botlane anrichtet. Aber dafür habe ich nur 9 Last Hits. Das ist kacke. Okay, ja. Junge, ich bin 2 Level über dem. Läuft. Oh nein, er darf nicht zu mega Knarr werden. Dann habe ich keinen Bock mehr. Knarr, Mann! Ja, nee, vor dem Groß muss ich echt aufpassen. Ja, das stimmt. Muss ich mich dann unsichtbar in der Ecke stellen. Weil der haut sich einfach auf dich drauf und du bist gefahren. Ja gut, ich kann ihn dann halt einfach queuen, ne, weißt du, aber trotzdem. Sag mir. Ich komm von da, ja. Ribben. Was ist denn los mit dem Knarr? Der kann Knarr überhaupt nicht spielen, das finde ich gut. Gib dir mal, wie viel Leben der hat. Schade. Der kann überhaupt kein LOL spielen, sagen wir's so. Der kann gar nichts. Botlane hat keiner mehr Flash. Perfekt. Oh ja, ich hab Flash. Mein Gnar hat keine Tränenvase mehr, der hat alle voll geweint. Jetzt schon, Martin. Ja, guck, gib dir doch mal, der pokt die ganze deine Hiebe. Das Einzige, was der macht, Zielpots nehmen. Und putzo. Nein. Nix, nein. Du kriegst nicht meine Minion. Mein Jungle. Oh, ich hab aussehen eine Minion attacked. Zur Info, ich spiele heute ein bisschen mehr Fighter-Hackerin. Nein, er ist mega klar geworden! Lauf! Nein! Au, das war ein Schornstein oder eine Hausecke. War Kaktus. Kaktus. Genau, der ist so ein Kaktus. Der mit seinen scheiß Hausecken. Kaktus. Jawoll, er ist Mini-Klar! Stirb, Mini-Klar! Alter! Jawoll!
Rex. Warum hat Jinxon jetzt kein Leben mehr? Weil ich's kann. Die war doch gerade weg. Toll. Noch gut? Nee, halt. Ist nicht gut. Ist ja eure Dings. Ich komm gleich runter. Guck mal, wie es Mitte läuft. Er hat gegen Dings hat er gute Chancen eigentlich gegen Talon. Ja, er spielt ja auch ganz gut. Ja. Er kann zwar silence Talon, aber ich glaube, das kriegt er dann raus, dadurch, dass er dann snaret und dann einfach bounce. Mein Vorteil ist, es ist der Knarr richtig greedy spielt. Der portet sich der spielt nicht defensiv. Aber wenn er nicht spätestens jetzt defensiv spielt, dann weiß ich nicht, was bei dem falsch läuft. Ich glaube, die Jinx hat ein paar Legs. Ihr rennt 3 Kilometer. Ja, bin auf dem Weg. Nee, die Jinx hat geschrieben, dass sie nervös ist. Nee, die hat noch Legs, das habe ich schon gemerkt, weil sie hat irgendwie immer Untertext. Ich kann ihn nicht nehmen. So kann ich den nicht nehmen. Das Wort ein bisschen näher raus. Heißt. Ich versuche das Game zu carryen. Ja, ich versuche auch ein bisschen Damage. Obwohl ich in Teamfight nicht viel raus, bringe. Riven, Riven ist too strong! Yes, Alter! Ja, die macht halt mehr Alter, geht mir der scheiß Bumerang auf die Eier! Riven ist halt ein Early Champ. Ich mach dann Early halt massiv viel. Ist halt der Poke, ne? Ja. Sieht man ja hier mit Timo, der ist schon hier nur noch Half-Life. Ich bin immer schon aus dem Tower raus, wenn ich ihn out-attacke. Hallo, Riv. Darwin war gerade im Midlane. Könnte hochkommen. Oder könnte zu meinem Blue gehen. Ja, hier oben ist alles abgesichert, dann kriege ich mit, wenn er kommt. Okay, gut. Nee, ich sag's nur lieber. Ich sag's ja. Überraschung gibt's. Wäre schlecht. Nee, so nicht, so nicht. Der spielt auch gerade ein bisschen aggressiver, das kann gut sein, dass er gleich kommt. Dr. Mund. Nein, er mutiert! Ja, spring auf mich drauf. Läuft bei dir, Alter. Ja, Jarvan war da. Hab ich nicht gesehen. Aber Jarvan hat... Achso, nur ist das... Ja, scheiße, dass der Knarr den Kill bekommen hat. Ja. Na wohl, wir Jarvan ist vielleicht sogar schlimm. Das weiß man nicht. Zeig dir jetzt mal, was lustig ist. Ja, kill den bitte. Ja, das wird knapp. Ich weiß nicht, ob der da gewordet hat, ne? Das werden. Noch mehr Damage. Vor allem durch meine Bock den noch um hier mit deinem Rennen oder hast du schon gemacht? Genau. Schon gemacht, aber ne, das ist halt. Der Tower ist Half-Life, den kriegst du nicht mehr. Da hier drüben das Backflag stehen. Oh mein Gott, Jinx. Alter. War das deine Ulti? War das deine Ulti oder? Ja, war meine Ulti. 2 Minuten cooler. Ja gut. Aber ist egal, ist schlimm. Hast du runtergepokt? Ja, ich brauch sie ja nicht unbedingt zum Engage. Also es du hast ja dein Ghost dabei, deswegen. Ich hoffe jetzt drauf. Wenn du später mal wieder Zeit hast, kommst du mal wieder runter, gell? Der Knarr ist Level 6, Level 5, ich bin 3 Level über dem. Jetzt ist er Level 6. Jetzt ist er Level 6. Ich geh noch schnell Minions, das Race machen, dann kommt er, okay? Ja. Ich kann ihn gleich diven, Junge. Er ist ein Mandel der Freekill. Lass er mit Full Life auf die Lane kommen. So, ich hab Ghost up. Wird wahrscheinlich auch ein Ghost Gank, weil gegen Mundo kann ich nicht viel machen. So. Geht rein, geht rein! Kann ich nicht. An enemy has been slain. Fuck. B. Scheiße. Meine B hat schon wieder getötet.
Was das? Jawohl. Er hat einfach keine Chance. Ich hatte zwar eben nur noch 5 HP oder so, aber... Das, nein, 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 hier ist schon wieder da! Execute! Tina, bist du euch weg? Alter, zum zweiten Mal! Ja. Naja, würde ich jetzt babysitten, weil genau von der Delay. Spiel du mal ein bisschen passiver. Ja, ich wollte, dass der Tower mich executed, da waren die Minions. Und ich gab ja keinen Champion, den ich angreifen konnte aus Jarvan, und vor dem wollte ich ja wegrennen. Ach komm, Mensch, Jinx, muss ja nicht noch reingehen, wenn du schon gegen... Hast du sie gepinkt? Oh Mann, mir ist kalt. Kauf dir eine Decke. So was ähnliches wollte ich auch gerade sagen. Ja. Die Kohlensäure in die Nase gestiegen. Nein. I. Ja, dachte ich auch gerade. Ich fäng auch mal fast an zu kotzen. Leute! Nicht, bitte nicht sterben. Ich doch gar nicht. Taxi, sie stehen im Tower. Taxi einfach, sie stehen im Tower, sie kriegen den Tower Damage. Ich bin aus dem Weg. Und jetzt renn weg. Ich bin auf dem Weg. Lass die Jinx rein. Krieg die. Leute, ich bin ja schon auf der Lane. Da ist noch mehr. Oh, das nervt mich doch nicht. Nein, er wird gleich wieder zu Mega Knarr, der dumme Junge. Er mutiert gerade. So, und jetzt schau, du dummer Mongo. Ja, Jinx, da kannst du reingehen. Jinx ist nicht gerade die klügste, ne? Definitiv nicht. Ja, dachte ich mir auch schon an den Kurs. Schau, wenn du so unten hast, er kann hier nicht kommen, Martin. Jawoll! Sei ein Teleporter. OMG! Ich mach dem einfach so einen Schaden, der hat einfach keine Chance, der muss endlich mal Magieresistenz zu kaufen. Ja, wir haben einen Plan. Was will der? Der will jetzt stur sein Bild, glaube ich, ne? Ja. Ja, komm, greif an. Ja, doch nicht. Nee. Nee. Komm. Der Gegner red, ja. Also meiner, ja, der könnte gerade hin, Jaun müsste gerade hingegangen sein. In der Theorie. Ah ja, der Jaun ist bei dir. Der ist aber da, oder? Der müsste damit kommen. Dann hat er Blut zuerst gemacht. Yes, sir. Der Gegner red ist aber weg. Ja, der ist noch nicht wieder gespawnt. Ey, ich kann den Jaun killen. Reporting in. Der Gegner Blut müsste abfallen. Oh, mies, das ist mies. Botlane ist weg. Komm hier. Ah, der hätte flashen müssen. Dings, hätte flashen müssen. Nicht du! Weil Talent kriegt nicht mit. Das hätte er vorhin machen müssen. Ich hatte, bin davon ausgegangen, dass er gescheitert mit Engage, aber ist ja eigentlich auch wurscht. Hauptsache, oh mein Gott. Hauptsache ich bekomme einen Feed. Ja, wir haben gepickt. Geh weg, Erik, gestürzt. Geh auf. Ja klar, auch noch, danke. Geh hier hoch, hier sind keine Pilze mehr. Ich bin weg, ich bin. Wer hat denn die ganzen Pilze von mir abgeräumt? Was nicht? Alter! Hallo, wie lange chased die denn? Du weißt schon, dass ich hier habe. Ich komm dir entgegen, ich komm dir entgegen. Das Sloan! Du warst nicht. Ja, 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 ich bin auf dem Weg, ich bin fast da. Wie lange wollen die mich noch chasen? Ich bin im Tower, ich bin am Tower. Ja, brauch du nicht, dass du mich natürlich so kriegst. Krieg sie, hau sie weg, Baba's weg, mach's tot! Ja, sie hat es nicht geschafft, tot zu jumpen. Good job, das kannst du gleich nehmen, bevor er weg ist. Du hast es gerade geschafft, den Minion stehen zu lassen, ne? Du musst ihn nehmen. Was? Ja. Und den Tower kriegen wir noch. Wollt's nur angemerkt haben. Oh, ich hab Double Buff. Ja. Luxus auf Teemo. Yes, Riven hat mich nämlich genügt, ich hab einen Red Buff. Alter, Gift und Ignite ist einfach das Brutalste. Ich werde ihn gleich jetzt noch mehr abfacken. Komm hier, Jinx, Uldi! Schein hat sie nicht, ne? War ja logisch.
Ryze will mit den Lanes tauschen. Damit er sich ein bisschen hochkriegen kann. Wir nehmen den Talon gleich mal, okay? Steh bereit. Martin. Was denn? Ich poke mit Timo. Ich weiß, du solltest auch warten, dann können wir nehmen. Ja, ich will den doch nur poken. Tut mir leid, dass ich so einen harten Push hab. Ja, komm, wir rüben. Der E-Red könnte, der E-Blue könnte immer noch abstehen. Lololol, ich hatte gerade weg. Der ist mich ja. Achtung, Riven ist weg von der Botlane. Könnte Mitte oder Top kommen. Ja, Mitte. Auf dem Mund auch. Hab ich gemerkt. Er hat gepinkt. Ja, Riven musste blighten. Das läuft her. Jawohl, ich hab die Lane. Bot Lane hier, ja. Komm mal. Nein, wie soll ich sonst funktionieren statt Riven? Auch mal. Ja, jetzt kommt klar Mitte. Was? Was hier? Ich kann auch schnell sein. Jawohl! Nein! Hä? Was? Wie? Wo? Wieso hat der Double Buff? Ich muss weg. Alter! Tina, es ist einfach dem. Okay. 7 Kills. Ich kann da nicht mehr viel machen, Leute. Ja, ich kann nur sagen. Jinx. Weil ist nicht meine Schuld, alles auf die Jinx schieben! Still! Nein, ist ja auch so, aber trotzdem. Es hört sich lustig an. Ich hab mir mein Bestes gegeben. Du gibst ja auch mein Bestes. Ich meine, wir fighten, ich versuche beide auf mich zu legen, weil man Jinx geschafft zu sterben als Marksman. Der eigentlich kalten soll. Spiel nur ein bisschen defensiver und geh nicht mehr in die Fights rein, wenn wir nicht da sind. Das ist halt dumm jetzt, er hat die Rune 6 Kills, die muss jetzt mal trocken liegen für die nächsten 10 Minuten. Ohne einen Kill zu machen. Bestenfalls. Soll AFK gehen. Was? Soll AFK gehen. Nein, das wäre scheiße. Die Jinx feedet ja nicht. Nee, aber es ist halt besser, weil wenn sie da keine Kills nicht hat, wenn sie nicht hinterherkommt, macht sie irgendwann keinen Schaden mehr. Was war denn das jetzt für eine Ulti? Gute Frage. Ja, das ist gut. Scheiße. Ich hab mich rausgeflasht! Ja, ich bin nicht mehr. Hilfe! Ich bin gleich da. Ja, kommt ran auf den Tower. Wenn sie den Tower machen, dann ulti ich die, weil dann laufen sie automatisch noch bei den Tower rein. Ja, ich bin gleich wieder da. Dann kickst du zurück. Hinten steht noch ein Pilz, einer soll in den Pilz reinlaufen. Jawoll! Ah, 10 Sekunden kann ich dir helfen. Ja, Ryze kommt schon. Ryze! Was macht der? Der schreibt irgendwas im Chat. Der ist gut. Ich bin da. Ich kann nicht ulten! Der ist tot. Warum kann genau 4? Das ist doch dumm! Der kann nicht 4, der hat sich einfach gestunt so. Nein, mich hat irgendwer gefeiert! Wann checkt der eigentlich mal, dass er nicht im Busch steht? Was? Der stand nicht im Busch. Alter, der Ryze könnte ja mal früher reingegangen sein als der. Genau, auf. Ich kann mich jetzt nicht über andere beschweren. Ja, ist gut. Ja, mich kann man sich eh nicht beschweren. Das ist meine beste Timo KD seit langer Zeit. John, stellen wir uns auch stehen. Aber wir pushen irgendwie weiter, kann das sein? Ja. Wir haben ja auch Split Push hier. Ja, versucht auf jeden Fall niemals den Mikrofon zu suchen, deine Ulti heilt er sich so schnell. Was habe ich gerade überhaupt versucht, die zu töten? Oh Gott, wir machen den Riven keinen Schaden. Lauf da weg. Und ich Mundo angreifen, wenn der Ulti an hat, ist er pfff. Macht ihm gar nichts. Engage. Engage.
Motormonummer nehmen. Irgendwie Band und was auch immer. Ich hab irgendwie jeden mal ein bisschen vergiftet. Oh, gut so. What the? Ah, die haben gewonnen. Die müssen nicht. Du weißt, dass ich hier stehe. Achso. Ich kann nichts anderes machen, wenn wir so B schaffen dieser G. Hilfe, Dina! Lol. Wie habt ihr das jetzt geschafft, Leute? Das schafft da liegt mindestens noch einer mehr. Mir hat sich Talon hinterher geflasht. Er ist ja, noch in zwei Pilze reingerannt. Alter, der sagt, ich werde Lane switchen, dann passt er nicht auf meine alte Lane auf. Ja. Scheiß Homo. Gut, Quatsch. Warum sollten wir das losen? Es gibt keinen Grund dafür. Eben. Wir standen gerade genauso weit, wie die gerade stehen. Selbe Situation. Das war ja vorher auch so. Die haben zwar um einiges mehr Kills, muss aber nichts heißen. Jetzt ist Game Master genauso, da ist auch Rengar und alles hier. Ja, raus, raus, raus. Wir müssen das taktisch jetzt einfach mal genau so machen. Er hat mir nach Hauswand geworfen. Nein, wir müssen mal so wie das in der Haie müssen. Wir müssen jetzt ein taktisches Spiel hier machen und sobald einer von denen wirklich rauskommt. Engage! Ist, also taktisches jetzt. Spiel, engage! Engage! Ja, hol sie raus, hol sie raus, hol sie raus. Okay, raus. Ah, ich hab gleich vier. Au! Der hat mir eine Axt in den Kopf geworfen. Lass es, lass es, lass es, lass es! Setz den Fokus auf Knarr! War ich gerade! Und jetzt lasst es, geht weg, ihr sterbt! Raus, 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 raus! Der stirbt. Jin kann ja nochmal eine W nach hinten setzen, aber mehr auch nicht, oder fallen. Der könnte einfach mal nach hinten näher. Wir müssen die Ribbon rausnehmen, die wurde hart gefeedet. Wir sind im Gold so hinterher. Das würde ich nicht mal sagen, aber wir müssen endlich mal aufpassen. Ihr müsst mal die Augen offen halten, dass ihr nicht die ganze Zeit gefightet werdet von denen. Ich renne schon. Ich bin immer weg, wenn es so bald zu brenzlig war. Game of Trinity. Ich glaube, es bringt was. Geh da weg, die Griffin ist saustark. Ja, aber mein Vorteil ist halt, ich blinde die einfach. Dann kann sie mir nicht mehr viel. Mir geht's hauptsächlich außerdem um die Vasallen, dass sie die Tower nicht machen können. Ja. Das reicht ja, wenn ich einen Auto-Attack auf die Scheißviecher mache. Die müssen da drin wischen. Kann aber gar nicht antworten. Was war das jetzt für eine Aktion? Hätten die Fallen getroffen, das ja, genau, kannst du nix. Ich hab doch gesagt, die haben. So, ich hab jetzt eine Ulti, da kann ich engagen mit. Ja. Oh mein Gott, da geht die wirklich weg. Ich hab versucht, ihn noch zu retten, indem ich den Fall. Weiß nicht, ob das gut ist. Die fokussen mich early schon raus. Ja. Der Mundo ist halt einfach strong. Der hat 11 Kills. Wo hat der 11 Kills her? Von der Botlane. Also von mir garantiert nicht. Mich hat er zweimal gekillt. Was ist doch deine Fallen, Jinx? Jinx kann gar nichts. Die ist so schlecht. Sag ich doch. Wegen der bin ich nur gestorben. Wir hätten die locker alle gekriegt, aber nein, sie mussten mal wegrennen. Eben nach. Erik hat das mitbekommen. Ja, hab ich. Bin diesmal wirklich mal nicht ich schuld. Halt die Fresse, Mundo, ich chase dich jetzt.
Weißt du, es ist nicht richtig, die zu chasen, aber weißt du, guck dir es an, was die für Schaden machen. Ich geh Top-Lane pushen. Talon hat ab und zu mal Lags, so er schreibt viel in den Chat, von daher könnt ihr den auch nehmen, wenn er stehen bleibt. Hey, weißt du? Wir brauchen einen Split-Push. Wir können das nur mit Split-Push machen. Ja, ich mach ihn. Mach Top-Lane jetzt. Okay. Ich hab genug Escapes. Ich habe inzwischen nämlich auch den AD, von daher. Wir müssen auf allen Lanes Druck machen. Das ist das Einzige, was uns bleibt. Wir können nicht fighten. Wir können nicht offen fighten. Das hätte einfach keinen Sinn. Dina, du kommst weg. Ey. Lenk die möglichst ab. Mach nur. Aber es sind nur drei auf der Midlane. Weiß nicht, wo der Rest ist. Doch, kriegst du einen Tower? Ah ja, mega genau weg hier. Okay, lauf. Mundo, erstmal ulten. Schon weg. Jetzt hin. Was? Ach. Ach, hey, genau. Ja, genau, nerv mich nicht. Ich dachte, ich hab die Katapult Wave. Kannst du schnell Bot gehen? Bot. Wenn der Mundo mich nicht chased. Na, ist wieder klein. Wie bin ich denn? Ja. Ich weiß nicht, wo Dings ist. Nein. Genau das meinte ich. Nein. Also die Jinx ultet auch einfach mal, wenn sie Lust hat, oder? Ja, dann auch Dr. Mundo. Hier sind gerade mindestens vier Leute auf der Lane hier. Einer könnte gerade weggehen. Deft einfach. Bleibt einfach am Tower stehen und deft. Ich mach das. Gas. Du bist die einzige Chance, die wir haben. Sagen wir es mal so. Weiter. Mach den Tower. Ne, ich hab den Talon bei euch gerade. Kriegst du den? Nein. Vielleicht durchs Gift. Alter. Vielleicht läuft er ja in den Pilz hier rein. Aber wir haben halt jetzt den geilen Split-Push. Ja. Lanes sind stark gepusht. Und tschüss. Außerdem will ich bei Timo jetzt ein bisschen Lifesteal. Bleib im Tower stehen. Wenn du rausrennst, bringt das nichts. So kriegen die wenigstens noch ein bisschen Schaden. Hier bringt es was. Die Gegner kriegen keinen Schaden durch Dauer. Richtig. Hey, ja, aber so kriegen sie wenigstens etwas Schaden. Oh mein Gott, unsere Jinx hat so hart gefeedet. Ich bin da. Ich bin auf dem Weg. Wir dürfen nicht den Mundo fokussieren. Ihr müsst mich mal ein bisschen beschützen, die fokussieren mich nämlich jedes Mal. Ich muss weg erstmal, ich hab... Soll ich eine Lane pushen? Ich bin ein bisschen schneller. Du kannst auch eine Lane pushen. Auf jeden Fall gehe ich jetzt Base. Ich wollte jetzt erstmal ein bisschen Pilz auf. Oh, Pilz auf. Ich gehe Top Lane. Da wollte ich gerade hin. So, dann gehe ich Bot Lane. Wir treiben bitte. Kann ich auch einen Pilz blazen? Druck machen. Druck machen. Ist Talon. Talon. Das ist ein Bait. Nee, bleibt safe. Ihr müsst safe. Ihr dürft jetzt nicht sterben, weil dann haben wir kein Death mehr. Ruhig nicht. Das ist das Wichtige an der Sache jetzt. Außerdem können wir auf den Lanes jetzt ganz schnell uns mal hochfahren. Hier ist Jarvan. Okay. Aber maximal ablenken. Der ist weg. Yes, sir. Enemy rampage. Och, Rice, warum? Ja, geht ihr bitte zurück in die Base. Lauft einfach zurück in die Base. Lauft in die Base. Das hat keinen Sinn, wenn ihr stirbt. Bitte checkst du. Das wird ein Base Race. Wie das aussieht. Ihr müsst das Death irgendwie macht, was ihr könnt. Ich smite hier schon die hier durchkomme. Ich stehe am Tower. Gleich. Die Minions sind da. Oh, Minions go. Ja. Hinter mir ist Talon. Wenn die mich jetzt alle angreifen, habe ich trotzdem ein Problem. Leider. Nö, Talon. Schneller. Ja. Lenk sie ab. Gib Gas, ihr habt Talon hinter mir. Ich denke, dass mir der. Hast du's?
Ich hab den Tower. Good job, weiter pushen. Keiner kann, keiner ist denn hier. Los, ich geh weg. Ich helf Dings, ich helf unsere Base. Aber es läuft eigentlich gut. Talon ist immer noch hier. Ja, ich kann halt escapen, ich kann gut escapen, ich hab Pilze. Gib Gas, versuch noch einen Base Tower zu fallen. Also nur wenn es wirklich safe ist, aber die könnten wegkommen. Dr. Wunder kommt. Gib Gas, gib Gas. Bitte, bitte, bitte. Nee, gut, die sind los, renn. Riven ist böse. Job. Jetzt bitte durch, Druck machen. Die sind beschäftigt, wir können bitte Druck machen. Ich geh wieder. Nee, halt, geh ich top lane? Keine Ahnung. Nee, bleib hier mal. Ich geh top lane, ich mach den Split Push, ihr macht. Ja, du machst mehr Split Push. Weil du hast Stunts und so. Naja, nicht wirklich, wegknocks und sowas. Ein bisschen Speed. Ja, tendenziell halt. Okay, Vorsicht, Botlane. Ah ja, Ray ist gar nicht mehr so dumm. Ich muss halt bedenken, meine Pilze machen keinen Schaden, weil ich AD Teemo spiele, damit ich besser pushen kann. Reicht der Slow? Reicht doch. Brauch Hilfe hier. Ich bleib mal ein bisschen mit dir, die ablenken. Ja, aber lass dich ja an. Du darfst nicht geslowt werden. Sobald du geslowt bist, bist du tot. B, die stehen ja fast an der Base gebrochen. Im. Rice kommt top. Komm, wir müssen heilen, schnell. Talon. Ah, man kann ja mal snare. Das ist hart. Nein! Weg! Riven! Ja. Ich dachte, wir sind Riven gut weg, Alter. Nicht gut. Nicht gut! Hier wird's knapp. Ich mach Botlane wieder. Wir bräuchten dich hier! Nein, ihr müsst deffen. Wir haben hier zwei Supervasallen in der Base von denen. Ich kann das jetzt reißen. Gut, dann reiß! Ja, die wollen back. Die wollen alle back. Notfalls gehe ich rein. Ich warte kurz. Tier nicht. Ich hab die Idee. Ich hab den Plan, ist er raus. Ja! Komm! Uno, komm! Gib Gas! Wir sind hinter dir! Ja, boi, jawoll! Gut, und jetzt Druck. Druck auf allen Lanes. Wir können das Backdoor. Ich werde das Backdoor. Ich kann das Backdoor. Ich komme über die Wand mit der Ulti. Schneller als du. Ich brauche meinen Flash. Leute, hinter mir ist Jarvan. Hä, der ist weggerannt. Mach Druck auf Mitte. Wir können eigentlich um Baron, nee, Baron ist zu risky gerade. Ich geh Toplane, solo. Aber ich mach davor noch Redbuff. Wir machen jetzt Druck hier. Tina, geh mit Lane, mit der Jinx. Reporting in. Mach bitte Druck, ich kann dir nicht helfen, Ryze. Leute, durch. Okay, nein, nicht durch. Da hab ich dich gesehen. Weg hier, weg. B, das hat keinen Sinn, die kommen jetzt. Ah, scheiße, ich bin tot. War ich zu greedy auf dem Rise. Warum? Geh einer muss Base gehen. Wir brauchen einen zum Deathen in der Base mindestens. Oh. Erik, geh bitte Base. Warte, versuch irgendwie zu escapen. Geh hier rein. Das krieg ich hin. Alle Gegner auf dich, Akro. Ja, aber nur du alleine bringst uns nicht, wenn plötzlich fünf Gegner in der Base stehen. Ich hab Speed! Jawohl, du port dich back mit dem Blue Buff. Nee, kann ich nicht, der Mundo kommt. Obwohl. Komm. Im Fall der Fälle machst du einen Blue Buff Akku und verpiss dich. Alter, aber Junge, ne? Oh, das war so anstrengend gerade. Ich muss mich so konzentrieren. Es ist noch nicht vorbei, wir können noch locker verlieren. Wir haben tausendmal besseren Push als sie, das ist unser Vorteil. Ja, eben, wir haben Druck auf den Lane. Sie machen Baron! Wir haben Top Lane noch beide Tower. Die machen jetzt Baron, die wollen jetzt finishen. Für sich. Ich gebe Gas, ich bin auf dem Weg. Ich laufe, ich kann es versuchen zu stealen, ich bin mir nicht sicher. Ich habe es einmal hingekriegt, aber... Die trappen. Okay. Rausnehmen. Nicht rausnehmen. Nee, wir müssen die einzeln rausnehmen.
geistig. Tina, geh Base, geht Base, geht Base. Ja, weg. Der Innen von den steht. Ich pushe. Ist auch fast durch. Der ist fast durch, den kannst du wegdrohen. Mit Nexus direkt. Wenn du gut bist. Darfst du das, Martin? Ich versuche erstmal die Top-Lane wieder durchzupushen. Damit wir erstmal sicher einen sicheren Stand haben. Stimmt, okay, gut. Mitte muss gedeft werden. Tu mal schnell einen Red-Buff. Du könntest rankommen. Oh, das ist knapp. Ah gut, klar halt. Oh, mein Red-Buff ist weg. Kurz markieren. Jeder einfach weg. Nee, nimm es was gut. Nein, lass es. Geh weg. Kommst du raus? Ich gehe executen. Ja, ist klar. Alter, das war knapp. Hat gerade gesehen. Ja, ich glaube, da hat sich einer Backbase geportet. Das ist wirklich vorsichtig, wenn er da pushen wollte. Geh weg, raus, geht weg. Das ist toll. Okay. Oder auch nicht, doch. Doch ist es. Kann man so suchen. Bisschen risky, aber ich kann Jinx damit retten. Okay, die ist schon tot. Back. Backport. Oh. Mal wieder in Hit machen. Ich kann nichts machen dagegen. Ich bin auf dem Weg. Riven hat eine Q raus. Oh doch, wir können rein. Gut, diesmal müssen wir einen fokussen, Alter. Weil wir die Chance haben. Nee. Lass es. Nicht fokussen. Lass es. Def. Ja, nur mal den Rice Ping. Kannst du backdrohen? Mach den hier so einmal quer durch den Jungle und dann zu dem Inhib. Geh erstmal gucken, ob unser Blue Buff noch da ist, damit ich erstmal Blue Buff hab. Ja, ich geh mal. Mein Dries! Warum gehst du rein, Tina? Warum? Ich bin nur da, um die Gegner mal wegzunehmen. Erik, ich muss jetzt Top-Lane zurückpushen wieder. Kannst du Base kommen? Das wäre gerade etwas angenehm. Stellt euch zwischen die Base Tower. Ja, gut. Wenn ich jetzt Top-Lane nicht pushe, dann stehen die gleich da auch noch vor unserer Base. Ja, Tina ist tot, wir sind zu zweit. Ich schaff das schon. Wenn Jinx sich mal pinge, dass sie zwischen die Base erstellen sollen. Ich hab so einen schnellen Push, ich bin gleich fertig. Ja, gib Gas. Brauchen dich da. Hier sind nur zwei bis zwei Gegner, da kommt hier gleich was gegen, glaub mir. Oder die pushen Top-Lane. Weiß ich, gib Gas. Mundo weg. Bono will backporten. Weiß das zu verhindern, natürlich. Fort muss auf meine Minions warten. Hä? Ich hab ihn angegriffen! Ja, Riven ist hier. Ich verpiss mich. Ich geh mit Lane. Ja, mach das. Fang meine Wave ab, bitte. Das wäre nett. Oder zumindest ein Teil der Wave von der Wave. Oh, oder? Genau. Geh weg. Warte, bitte. Bitte, da kommt ihr gerade gleich nur, nee, ich hab ihn nur runtergepaukt. Der hat einen Flash, lol. Ja, ich sag, geh da bitte weg, bitte. Das ist Bait! Das ist kein Bait, der latscht einfach die ganze Zeit meine Pilze rein. Nö, das ist kein Bait, hinter dir steht Mundo gerade, du musst nebenbei. Wusstest, dass er drüber springt? Hinter dir steht die. Ist gut, ich rette dich. Nee. Ich hab dir gesagt, es ist Bait, du solltest... Es war eigentlich kein Bait, aber plötzlich waren alle Gegner. Sowas ist Throw, Martin, das hat keinen Sinn. Der Kill hätte überhaupt nichts gebracht. Ja doch, hätte ich Items dir bekommen. Und ich brauche gerade richtig dringend. Das glaube ich dir auch, aber. Weil ich gehe jetzt noch ein bisschen auf Crit. Rice, du hast keinen Wave Push. Was macht er dort? Ich hab den Wave Push, verdammt scheiße, du sollst Base gehen. Er hat den Champion der Schaden. Oh, wenigstens hat er Teleport dabei. Oh, ich glaube, ich kaufe mir lieber noch ein Damage-Item.
ein AD-Item besten. Ja, meine ich ja. AD-Damage. Die trauen sich zumindest schon mal nicht unsere Base zu machen, wenn sie keine Minions haben. Ich spiel Last Whisper. Ja, ist ein guter Plan. Aber ich komm gleich nochmal Base helfen. Nein, nein. Scheiße, ich stehe noch Jarmin Ult. In 2 Sekunden bin ich da. Hast du, sag mir, wie du hast Homeguards. Natürlich habe ich Homeguards. Nice. Unbaut, glaube Ulti raus. Aber passt auf, bitte. Nee, nichts, was zu. Ich will hier vorne 3 Pilze stellen. Scheiße, die haben mich, nehmen mich immer raus, weil ich. Ja. Ich wollte hier vorne wieder eine Pilzmauer stellen, damit die hier nicht so gut reinkommen. Warum Bot? Nein, das bringt nichts. Wir sind 4 Gegner. Teleport auf die Toplane bitte. Er hat keinen mehr. Hat er doch gemacht, um runterzukommen, damit er schnell da war zum Treffen. Eigentlich gerade alles. Wir brauchen eigentlich, wie gesagt, wir müssen 4 Leute haben, die wirklich in der Base stehen und deffen stabil. Und ich gehe wirklich raus und zerstöre einfach mehr, alles. Ich weiß ja nicht, Tina, geh Base, geh Base. Wir brauchen eigentlich nicht Baron. Ich hatte einen Water stehen. Dann ist vorbei. Ich kann nichts verkaufen, ich kann meinen Ward höchstens. Nein, habe ich kein Geld dafür. Ich push Bot schnell. Weil ich habe gute Escapes gegeben. Flash ist ab und Ulti auch. Ich sowieso. So, ich habe einen Pink Ward als mein Free Ward gekauft. Ich gehe jetzt Baron Warden. Mhm. Die sind alle in der Mitte, alle Mitte. Nice. Ich weiß, Jarvan kommt runter, jetzt muss ich mich beeilen, ja. Ja. Nein, er kommt nicht runter. Ah fuck, ich hab den nicht, Worten noch nicht ab. Mundo kommt, Mundo ist da, ich mach den Indip und verballer mich dann. Hello. Ja, Schneller ist hier ganz schlecht gerade. Nee, nicht du, ich mein die Chains. Rise. Ich hab mir jetzt einen Red Buff geholt. Und jetzt mach ich die Minions. Bot muss gedefft werden von denen. Unser Inhib ist ja tot. Ja. Aber wir stehen hier. Rise on the base! Mit Bild! Danke. Ey Leute, haltet die fern, haltet die fern! Da muss es runter, schnell! Talon. Und Talon auch, scheiße. Okay, sehr gut. Noch besser. Kommst du weg? Ich komm nicht weg. Kriegen mich. Scheiße. Doch, ich komm weg. Ich zeig euch jetzt mal was. Martin, lauf, lenk sie ab. Ich hab jetzt den Masterplan. Komm mal mit. Nein, bleib dort. Talon habe ich auf mich, Akku. Nein, Rise nicht. Er soll... Reporting in. Armed and ready. So, Baron ist gewardet, Baron ist ab. Geh weg, schnell, Barty, du musst helfen, ich bin um. Nice. Ich bin da. Die wollen Base gehen. Ich bin durch, ich komm durch. Ich komm nicht durch. Ich geh noch mal rein gleich, wenn ich lebe. Ihr defft. Ja. Wo ist es? Ist Baron up? Jetzt haben sie Zugzwang, jetzt wissen sie nicht, was sie machen müssen.
Ihr geht weg, ja. Alle. Leute, eure Chance. Rauspushen, alle Lanes, bitte bestenfalls. Nicht zu weit vom Baron weg, der Typ ist eh nur Ablenkung. Ich habe mir mal ein Wort gekauft, den Baller ich dein Gegner bist. Sie kommen wieder. Sind die Base. Deft geht in die Base, geht in die Base. Ich geh in die Gegner Base und Rice TP't sie. Sobald ich da ein Wort habe in der Gegner Base. Ich port mich gleich Base, ich versuche nochmal top zu pushen. Okay, ihr, nee, du bist ja schnell. Ich schaff's uns nicht. Warte, gibt's nicht. Aber Martin, kannst du den Typen rausnehmen? Nur wenn er du kannst ihn ablenken, lenk ihn ab! Und go, ich ende jetzt. Go! Ich hab ihn, jetzt kommt er zu dir, ich konnte nicht länger. Mach möglichst viel, erhöhe dein Autotech-Speed oder so. Scheiß auf ihn! Alter, okay, das war ein richtig geiles Game. Wir haben hart dafür gearbeitet. Wir haben es verdient gewonnen. Timo Splitpush ist OP. Das lernen wir zum dritten Mal daraus. Und wir hoffen, euch hat es gefallen. Ich hoffe, ihr schaut unsere Videos wieder. Und ja, bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss.